Seit dem gestern veröffentlichten Fed-Protokoll ist klar, es war Jerome Powell persönlich, der wirklich alles gegeben hat und die anderen Fed-Mitglieder gedrängt hat, die Zinsen am 18. September um 0,5% zu senken. Er war erfolgreich, nur eine, Michelle Bowman, Gouverneurin der Fed, hat gesagt, nee, bin ich nicht dabei, ich stimme dagegen. Die anderen haben zähneknirschend zugestimmt, zumindest wenn man den Aussagen im Fed-Protokoll glaubt, denn da sind Bedenken zum Beispiel, dass die Inflation wieder ansteigt. Und eines ist auch interessant, wir kommen ja jetzt in die immer heißere Wahlkampfphase in den USA. Trump scheint jetzt wieder Oberwasser zu haben, die Harris-Euphorie ist verflogen und es gibt einen Plan eines Chefberaters von Trump, dass man Powell mehr oder weniger entmachtet, wenn er dann Präsident wird, nämlich Trump Präsident wird, denn die Amtszeit von Powell dauert ja noch an, aber man hat offenkundig einen Plan, wie man mehr oder weniger Powell anschießen kann, um ihn praktisch schon mal vorzeitig mehr oder weniger aus dem Rennen zu nehmen. Aber schauen wir uns die ganze Geschichte an im Vorfeld der US-Inflationsdaten. Zunächst mal eben diese Kernaussage etwa aus dem Fed-Protokoll. Einige Mitglieder merkten an, dass sie mit einer Senkung um 25 Basispunkte, dass sie eigentlich eine Senkung um 25 Basispunkte, also 0,25% bevorzugt hätten. Andere deuteten an, dass sie eine solche Entscheidung hätten unterstützen können. Also wir haben ein viel differenzierteres Bild als das, was uns Jerome Powell bei der Pressekonferenz gegeben hat. Als er mehr oder weniger gesagt hat, ja, das war ja praktisch einstimmig eben bis auf Bowman, das war offenkundig nicht der Fall. Die mussten sehr stark überzeugt werden. Das sehen wir hier mal in diesen Schlüsselwörtern, die in solchen Protokollen vorkommen. Dieses typische Notenbankersprech, da werden ja bestimmte Mehrheitsverhältnisse so beschrieben wie some, einige, a few, einige wenige, eher several und so weiter. Das sind so bestimmte Begrifflichkeiten. Und wenn wir uns mal angucken, wer im 50 Basispunkte Camp war, dann wird hier die Formulierung some und a few verwendet und im 25-Punkte-Camp several und some. Also da ist jetzt nicht viel Unterschied. Das war wohl eine ganz, ganz knappe Geschichte, dass da einige gesagt haben, na gut, wenn der Powell unbedingt will, dann stimme ich für diese 0,5er-Senkung. Aber ich bin jetzt nicht wirklich davon überzeugt und vielleicht muss auch Powell bei der nächsten Sitzung dann ein bisschen taktische Abstriche machen und sagen, gut, da sind die mir sehr weit entgegengekommen. Vielleicht senken wir die Zinsen jetzt im November gar nicht. Auch das ist durchaus möglich. Also eine spannende Konstellation. Und so hier eine Bloomberg-Auswertung des gestrigen Fed-Protokolls mit eben solchen Signalwörtern wie Inflation, wie oft kommt das vor, wie dringlich sind bestimmte Dinge. Da sehen wir, das war das hawkischste Fed-Protokoll seit April. Und das, wo ja die Daten, als die Entscheidung gefallen ist, noch deutlich schwächer waren als derzeit. Das sehen wir hier. Hier sehen wir mal den Economic Surprise Index. Hier sehen Sie Mitte September, da ging es schon nach oben. Das war ja 18. September die Entscheidung. Aber seitdem sind die Daten besser reingekommen, weiterhin besser reingekommen als erwartet, was sozusagen die Frage natürlich in den Raum stellt, naja, war das ein bisschen Fülle, diese 0,5er-Senkung durch die Fed. Und jetzt zu dem guten Trump. Zunächst mal diesen Plan, darüber berichtet Barron's. Nämlich geht es um Scott Bessent, einen Hedgefondsmanager, der aber im Team Trump ist, als ökonomischer Berater. Und der sagt, ja, pass auf, wir könnten Folgendes machen. Wir könnten im Vorfeld dann den Senat darüber abstimmen lassen, ob Powell dann, wenn seine Amtszeit endet im Mai 26, dass wir ihn vorzeitig schon mal praktisch des Amtes entheben. Der wird seine Amtszeit dann noch ausfüllen, aber es ist klar, er wird es dann nicht weitermachen. Und dann würde man einen Schatten-Fed-Präsidenten praktisch ernennen, der bei den Märkten Gehör findet, weil er ja sozusagen gedeckt ist vom US-Präsidenten. Dieser Schatten-Fed-Präsident würde wiederum dann praktisch Powell mehr oder weniger aus dem Spiel nehmen, seine Autorität ankratzen. Also wir sehen, wie weit diese ganze Geschichte hier schon gehen würde, denn es ist ja schlichtweg so, dass Powell eben ja bis zur Laufzeit in seinem Amt ist. Da müsste er schon kriminelle Verwerfungen vorweisen, oder man müsste ihm das nachweisen können, dass man ihn absetzen kann. Also wird das schwierig. Also dieser Plan sozusagen eines Schatten-Fed-Präsidenten, Etienne Denis sagt, das würde eine schreckliche Idee sein.
Denn das würde wahnsinnig viel Konfusion an den Märkten hervorrufen. Das denke ich allerdings auch. Jetzt kommen wir nochmal zu den Verschiebungen im politischen Gefüge. Wir sehen jetzt, dass Trump in praktisch allen Swing States bis auf Nevada, jetzt laut Polymarket, dieser Wettplattform, und das deckt sich weitgehend auch mit Umfragen, Harris überholt hat. Jetzt eben Wisconsin und Michigan. Pennsylvania ist ein Vorsprung relativ groß und man sagt ja, ohne Pennsylvania kannst du keine Wahl gewinnen. Und das sehen wir auch an den Märkten. Der Republican Victory Basket, ein Aktienbasket von Goldman Sachs, das eben Aktien enthält, die bei Trump profitieren würden. Dann gibt es ein Democratic Victory Basket, eben die von Harris profitieren würden. Und wir sehen, erstmals seit der Fernsehdebatte hat das Republican Victory Basket wieder die Nase vorne. Übrigens, Trump will ja dann Zölle einführen, grundsätzlich. Also nicht nur gegen chinesische Waren, sondern er will eine Grundzölle von 10% respektive 20% einführen, so wie er das gemacht hat, zum Beispiel bei Waschmaschinen. Also da kann man mal ein Beispiel zeigen, was die Folge sind. Er hat hier 20% Steuer, Importsteuer auf Waschmaschinen erhoben 2018. Daraufhin sind die Preise gestiegen. Daraufhin ist der Absatz von Waschmaschinen nach unten gegangen. Es gab keinerlei, weil eben die Nachfrage gefallen ist, ist die Produktion von Waschmaschinen in den USA selbst nicht gestiegen, weil eben zu wenig Nachfrage. Und erst als dann diese Zölle aufgehoben wurden von Biden, allerdings erstaunlicherweise erst 23, also viel später, sehen wir, dass die Preise hier nach unten gekommen sind. Also das ist so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was passieren würde mit den Zöllen und den Konsequenzen, den ökonomischen Konsequenzen, wenn Trump wirklich die Wahl gewinnen würde. So oder so, die Märkte antizipieren wieder steigende Inflation einerseits. Auf der anderen Seite sieht man keinerlei Perspektive für das ausufernde Defizit der USA. Andererseits, ob Harris oder ob Trump. Dementsprechend sehen wir jetzt die 10-jährige Anleiherendite bei 4,07%. Fast 50 Basispunkte gestiegen, also ein halbes Prozent, seit die Fed im September die Zinsen gesenkt hat. Also der Markt hebt die Zinsen an, die Fed senkt die Zinsen, so könnte man vielleicht formulieren. Aber hier Lance Roberts, ich hatte es gestern Abend schon gezeigt, weist darauf hin, sehr stark überkauft jetzt. Die Renditesituation, respektive die Anleihekurse fallen ja, wenn die Renditen steigen, da ist man sehr stark überverkauft. Hier sehen wir die TLT, das ist praktisch ein ETF, das diese länger laufenden Anleihen abbildet, hier im unteren Chart. Und da sehen wir, da sind wir an einer wichtigen Trendlinie. Wenn das nach unten geht, dann wäre erstmal Polen offen sozusagen. Oft halten ja solche Trendlinien, da wird es natürlich auf die Inflationsdaten heute ankommen. Dann sehen wir den Dollar jetzt mit 8 Handelstagen in Folge mit Gewinnen, längst Gewinnstrecke seit 2019, also Dollarstärke, Renditen steigen und die Fed aber, um darauf nochmal zurückzugreifen, gestern Mitte der Aussage im Protokoll, fast alle seien zuversichtlich, dass die Inflation auf 2% fällt, und das heißt meistens dann, oh, genau das wird nicht passieren, wenn alle irgendwie derselben Meinung sind. Hier sehen wir nochmal die Erwartungen für die Inflation im September. Und die sind bei 0,1 zum Vormonat, 2,3 in der Headline zum Vorjahresmonat und 0,2 oder 0,3, das wird ein enges Game bei der Core CPI, also der Kernrate, und 3,2 eben zum Vorjahresmonat in der Kernrate. Was könnte für eine höhere Inflation oder niedriger sprechen? Wir haben beim September so eine Analyse von den Goldman Sachsern, die sagen, ja okay, wir hatten einen Punkt, der die Inflation so ein bisschen nach unten gezogen hat. Das waren die Airfares, also Flugtickets, die sind im September wieder teurer geworden. Man erwartet einen Anstieg von 0,5%. Das sei ein Faktor, und vor allem Used Car Prices, also Gebrauchtwagen. Hier seien auch die Preise, so erwartet man, im September angestiegen, während sie im August weiter gefallen waren, sodass insgesamt man hier erwartet 0,13%, also so schon knapp an der Grenze zu 0,2%. Also diese Investmentbank geht davon aus, dass die Zahl latent einen Ticken höher ist. Ob das so kommt, werden wir sehen. So oder so, die
Erwartung, dass die Fed die Zinsen senkt, ist nach wie vor überragend. 80%, dass eine 0,25er Senkung kommt. 0%, dass eine 0,5er Senkung nochmal kommt. Das war noch vor ein paar Tagen ganz anders. Jetzt 20%, immerhin die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen gar nicht senkt am 7. November. Und so sehen wir, dass die Zinssenkungserwartungen hier im oberen Schacht nach unten gehen. Das hat die Märkte aber nicht davon abgehalten, gestern nach oben zu gehen. Allerdings der Markt ziemlich gesplittet. Gestern Dow Jones Bester Index, dann Nasdaq, dann S&P 500, dann die Small Caps, die doch weitgehend ihre Gewinne wieder abgegeben haben. Die Stimmung ist super an den Märkten. 49% Bullen laut neuester AAII-Umfrage unter Privatinvestoren und nur noch 20,8% Prozent der Bären, das ist der geringste Wert seit Jahren. Es gibt, glaube ich, der niedrigste Wert war so 18-19% historisch gesehen. Also das ist jetzt nicht gerade ein sehr bärisches Sentiment, das da derzeit der Fall ist. Gestern auch JP Morgan jetzt umgeswitcht, ja, wir erwarten doch, dass die Aktien steigen. Das bärischste aller Wall Street Häuser hat kapituliert und das vor der Situation, dass die Aktienmärkte weiter steigen. Allerdings die Gewinnerwartungen weiter fallen, da sind wir jetzt da, wo wir im April waren, diesen Jahres mit den Gewinnerwartungen. Damals stand der S&P bei 5.100 Punkten und nicht bei knapp 5.700 Punkten. Und so sehen wir Buffett Indicator, also Marktkapitalisierung in Relation zum BIP, bei knapp 200%, war nur einmal ein Ticken höher noch. Und die Price-to-Sales-Ratio ist auch fast auf Allzeithoch, also praktisch Marktkapitalisierung der US-Aktien zu deren Umsatz. Das ist eine sehr, sehr gute Kategorie, wie man bewerten kann, ob etwas teuer oder billig ist. Man erwartet also 5% Sales Growth, also Umsatzwachstum, und bezahlt dafür eine Price-to-Sales-Ratio von 3, also das Dreifache. Das gab es nur einmal etwas mehr, das war im April 2000, also Hochpunkt der Dotcom-Blase. Wir sehen also, jetzt sind alle optimistisch, während der Markt extrem teuer ist. Das kann und muss gut gehen, meine Damen und Herren, vor allem vor dem Hintergrund, dass das Steckenpferd der KI-Euphorie eigentlich, also zumindest das Unternehmen, das die einzige global verbreitete Anwendung im Bereich KI hat, das ist OpenAI ja mit ChatGPT, und hier ist es so, dass man also bis 2028 weitere Verluste erwartet, etwa von 44 Milliarden Dollar. Also da wird man irgendwie nicht so richtig profitabel, und es ist ja schön, wenn Nvidia viele Chips verkauft, aber die Frage bleibt eben, wie will man mit KI dann in der Anwendung Geld verdienen, und diese Frage ist nicht beantwortet. Droht so etwas, was ich gestern ja explizit thematisiert habe, diese unfassbare Parallelität zu den Ereignissen 2007, 17. Juli, Allzeithoch an den Märkten, danach ein heftiger Abverkauf, dann senkt die Fed am 18. September die Zinsen um 0,5%, dann erreichen die Märkte am 9. Oktober ein neues Allzeithoch, am selben Tag 2007 wie auch 2024 dann das Fed-Protokoll. Hier sehen wir mal diesen Verlauf für 2007, da war die Euphorie auch noch relativ groß. Dann haben wir am 11. Oktober 2007 nochmal Intraday ein neues Allzeithoch erreicht, bis es dann scharf nach unten ging. Was ist denn mit dem Hurricane Milton? Kann man noch nicht so wahnsinnig viel sagen. Eins scheint klar, über 2 Millionen Amerikaner ohne Strom. Wie stark die Verwüstung ist, werden wir wahrscheinlich erst heute Mittag, heute Abend erfahren. Zeit, was da in Florida passiert ist, und wir sehen steigende chinesische Aktienmärkte, hier 4% etwa jetzt der Hang Seng, gestern einer der heftigsten Abverkäufe mit wahnsinnigen Volumina, einige Hedgefonds waren dann auf die Shortseite sogar wieder gewechselt, die kriegen jetzt auch wieder auf die Mütze, also der Markt geht den Weg des größten Schmerzes, und großen Schmerz muss auch der liebe Robert Habeck derzeit verkraften, als er gestern verkünden musste, dass nichts Wachstum, vor allem kein grünes Wirtschaftswunder der Fall ist. Und das sehr Interessante ist daran, dass ja eigentlich ein deutlich besseres Wachstum ja eingepreist ist, was den Haushalt betrifft der Bundesregierung, nämlich ein 1,3% BIP-Wachstum. Jetzt hat Habeck aber gestern gesagt, naja, das Potenzial im besten Fall sei bei 0,6%. Das heißt, wir haben die nächste Haushaltskrise voraus, denn die Wachstumserwartungen werden nicht realisiert werden können, womit der Haushalt nicht gedeckt ist, was wiederum zu Neuwahlen führen kann. Das nur by the way. 14:30, meine Damen und Herren, kommen ja die Inflationsdaten im Vorfeld. Nochmal für Sie, was ist da eigentlich passiert?
passiert? Was ist da ausgesagt worden in diesem FED-Protokoll? Die kontroverse Debatte, erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in China wirklich ist, jetzt gerade im goldene Woche, also wo die alle verreist sind, was da passiert ist, finde ich hochinteressant. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, 14:30 reinschauen zu den Inflationsdaten bei finanzmarktwelt.de. Jetzt sage ich Servus, ciao.